auch gerade ein Stück Fleisch oder so in der Pfanne, sage, ah, das ist fertig, ja. Und hier beim Teig, ja, da muss ich schon doch mich ziemlich extrem damit beschäftigen, um zu sagen, ja, es reicht jetzt vom Schlagen her. Also Fett ist ziemlich stabil, also nicht so stabil wie Eiweiß, aber ganze Eier lassen sich natürlich auch nicht so stark aufschlagen. Das packt man gleich weg, dass wir ein bisschen mehr Platz zum Arbeiten haben. Gleich weg. Oh Mann, jetzt brauchen wir noch ein kleines Sieb, das habe ich auch schon. So. Mehl hier ein bisschen einsieben. So, jetzt hatte ich doch schon vorher so eine schöne Kelle zum Wenden. Dann nehme ich doch die gleich wieder her. Schauen wir, ob der auch so schön wird wie den, was wir letzten Sonntag gemacht haben. Der ist jetzt für die Schwägerin, die hat Geburtstag und hat gesagt, sie macht ihren Erdbeerkuchen und sie würde gerne den gleichen machen, was ich letzten Sonntag gemacht habe. Ich habe gesagt, komm, den mache ich heute zu unserem Nudelsalat dazu, weil dann haben wir auch ein bisschen längere Streamzeit. Die letzten Sonntag keine Zeit hatten oder irgendwas Besseres zu tun vielleicht auch, haben jetzt eben die Möglichkeit, es sich heute nochmal anzuschauen. Einfach das schön unterheben. Da geht es nicht darum, dass man das jetzt unterrührt, sondern unterheben spricht man da. Also diese Hebbewegung habt ihr ja gesehen, wie ich es mache. Weil letztendlich, wenn er da rührt zu stark, dann schlagt er wieder die Luft aus dem Ei-Zuckergemisch. Das ist das, was wir auf jeden Fall nicht wollen. So, das auch. Schaut zu, dass er das Mehl auch dann schön unterarbeitet. Nicht, dass das dann, das ist die hohe Schüssel, das hohe Arbeitsbrett. Da bin ich jetzt fast schon zu klein, muss mich schon fast im Zehenspitzen stehen, damit ich das. Also, ihr müsst halt schauen, wie ich jetzt hier sehe. Bei mir ist das Teil, das Mehl noch eben nicht untergearbeitet. Da müsst ihr eben schauen, dass er das eben schön unterarbeitet und nicht das Mehl dann irgendwie in größeren Klumpenmengen nicht unterm Ei untergehoben ist ordentlich. Aber jetzt schaut es gut aus, glaube ich. Ja. So. Jetzt weiß ich, wie gesagt, nicht genau, ob die Backform, wo ich da habe, ausreichend ist. Ich habe es jetzt einfach auf Verdacht gemacht. So, hier, wir haben ja die tolle mit dem Glasboden wieder. Was wollte ich? Soll ich Backpapier nehmen? Tropfen Öl? Ich glaube, wir nehmen auch Backpapier. Backpapier. Was ist da? Das Backpapier. Das Ganze aufmachen. So, das Ganze ein bisschen anheben natürlich. Ein
Aha. So. Schaut gut aus. Den schneiden wir ein bisschen weg, damit es schön ausschaut da. Sie möchte den Erdbeerkuchen auch mit Mürbeteig machen, aber den macht sie morgen. Also Mürbeteig vormachen, heute für morgen, das ist jetzt nicht so geeignet. Finde ich jetzt, da Mürbeteig jetzt eh ziemlich dünn gebacken wird, ja, und auch also durchgebacken wird, was Mürbeteig eher knuspriges, crunchies ist, ja, und dann der noch an der Luft liegt oder so und dadurch noch mehr Feuchtigkeit verliert. Also hat sie gesagt, den macht sie dann selber. Voilà, hier haben wir unseren Teig rein. Wie gesagt, jetzt hoffe ich doch, dass das von der Menge her, ja, das schaut gut aus. Ich habe das ordentlich verpumpt, oder? Halt. So, und beim Verstreichen wisst ihr ja wieder, am besten von der Mitte raus an die Seite, wobei ruhig in der Mitte eine kleine Kuhle entstehen darf, die sich ja beim Backen, der Teig in der Mitte eh ein bisschen stärker entwickelt, sich die Mule durch das dann, die Kuhle dann durch das wieder ausgeglichen wird. Wieder. Voilà. Also das ist jetzt, ich müsste lügen, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, ich habe hier eine 26er Form. Das Rezept, was ihr hier im Chat seht, eben ausreichend für eine 26er Form. Hauen wir da gleich Wasser rein. So, Backofen läuft schon länger. Was habe ich jetzt aufgeschrieben? 140 Grad, 30 Minuten. Sagt die Uhr, circa 7 habe ich, also haben wir das im Backofen, mittlere Schiene und drin. So, Schere brauchen wir auch nicht mehr. So, weiter zu unserem Nudelsalat. Was haben wir jetzt? Ein bisschen Mayonnaise, ein bisschen Ketchup, ein bisschen Essiggurken, die roten Paprika. Da brauchen wir das jetzt auch nicht mehr. Schneebesen bietet sich jetzt dann immer dafür an, umzurühren. Wir nehmen Kochlöffel. Hab hier ein bisschen Ketchup hängen. So, jetzt nicht mehr. Wir brauchen ein bisschen Pfeffer. Wir haben ein bisschen Sahne zugegeben. Ja, die wollen wir jetzt natürlich, die hat unseren Geschmack ein bisschen verflüchtigt. Durch das geben wir jetzt natürlich gewisse Gewürze zu. Habe ich hier Salz stehen? Schon, aber nicht das, was ich suche, oder? Haben wir immer noch keine Salzmühle? Ich glaube es nicht, oder? Das ist das offene Salz. Salz. Mehr Salz möchte ich nicht nehmen. Das löst so grob, das löst sich nicht gescheit auf. Und das Salz. Salz finde ich nicht. Ach, was habe ich gesagt euch wegen der Butter? Genau. Also, ich habe gesagt, ich bin genau derjenige, der wieder die Butter vergisst. Und ich habe mich nicht dran erinnert wieder. Kacke. Prima. Genau das. Ich sag's noch vorher, ganz toll. Ja, das ist bestimmt, was ich bestimmt vergesse. Da. Bin ja gespannt, ob das was wird ohne Butter. Weiß ich nicht, was ich machen wollte. Salz, genau. Haben wir hier nicht Salz stehen?
Ja, dann haben wir keins. So, unsere Chorizo. Chorizo. Die habe ich vorhin ziemlich scharf angebraten. Das übrige schüssige Öl weggegossen. Und dann ein bisschen Sherry-Essig in die Pfanne. Das ein bisschen einreduziert. So, und das machen wir hier hin. Wie gesagt, die Variante mit einer Fleischwurst oder einer Leona, je nachdem, was ihr zu Hause habt oder selber lieber gerne esst. So, dann machen wir auch ein bisschen Mais hin. Der Sohn isst sehr gern Mais. So, da ist immer ein bisschen Feuchtigkeit drin. Das wollen wir jetzt nicht dabei haben. Dann nehme ich jetzt nur einen Deckel, drücke den ein bisschen drauf auf den Mais und schütte das Wasser ins Waschbecken. Da braucht jetzt gar nicht auch noch irgendwie mit dem Sieb arbeiten, funktioniert einwandfrei. Einfach ein bisschen draufdrücken und im Waschbecken überflüssige Wasser ausschütteln. So, da ist die kleine Dose, das ist jetzt ein bisschen viel. Zum Beispiel Sohn isst sehr gern Mais, die Frau mag ihn gar nicht, sie sagt immer, es ist Hühnerfutter. Dann machen wir ein bisschen Tomaten hin. Und zwar, ich nehme gern so Sherry-Tomaten oder Datteltomaten, auf jeden Fall so kleine, weil da das Fruchtfleisch innen drin so nicht so viel ist und dann auch nicht so alles jetzt rot einfärbt zuzüglich oder die Kerne so extrem in dem Salat dann, also in unserem Nudelsalat rumschwimmen. Immer ein bisschen schauen, wie viel Nudeln ich habe. So, ich glaube, das reicht. Ich finde halt, dass diese Sherry-Tomaten, Datteltomaten oder was auch immer nehmt, einfach ein bisschen süßer sind wie die normalen Tomaten. Deswegen arbeite ich mit denen oder kaufe die einfach lieber, weil sie einfach eben, wie gesagt, die Süße haben, die man oft bei anderen Tomaten total vermissen muss. Also ihr könnt da, wie gesagt, wenn ihr jetzt noch Salatgurken im Kühlschrank habt und sagt, ja, die sollten weg oder so, kann man wunderbar Salatgurken reinmachen. Dafür könnt ihr die Essiggurken weglassen dann. Also ihr könnt da euch so hier was auch, ihr könnt ein bisschen Schafskäse reinschneiden, ihr könnt ein bisschen Ziegenkäse reinschneiden. Also da könnt ihr wirklich, es passt fast alles, ja. Und es eignet sich wirklich gut, so Sachen, die ihr jetzt einfach, wenn ihr sagt, ihr habt die letzten 3 Tage gekocht, verschiedene Sachen aufzuarbeiten, die sich jetzt von der Menge her, die euch übrig geblieben ist, sonst für nichts anderes, sich ausreichend ist, dann der schnellste Nudelsalat gemacht. Wichtig ist, wie gesagt, schaut zu, dass ihr am Anfang lieber ein bisschen weniger Soße bastelt, dass eben nicht das Ganze nachher so in diesem Mayo, Ketchup oder Sauerrahm oder was er da eben nehmt, da drin so schwimmt alles. So, dann mischen wir das schön unter. Ich finde gerade so bunte Penne oder sowas, finde ich eine schöne Sache. So, machen wir da mal einen Test. Test.
Ein kleines Stück erwischt mit der Schürze. Das war jetzt, was wir da haben, eine scharfe Schürze durch das Anbraten. Durch das Anbraten, was wir gemacht haben, hat die Schürze ziemlich Öl verloren. Da schaut gerade was. Hallo Agarus, schön dich zu sehen. Genau, wir haben Chorizo drin, die haben wir angebraten. Das Anbraten, die Wurst hat ziemlich viel Fett, hat die Wurst das ganze Fett verloren und ist halt durch das natürlich noch ein bisschen bekannter geworden. Wenn ihr es auch mit Chorizo probieren wollt, nicht so gern scharf esst, dann solltet ihr es mit der milden Chorizo auf jeden Fall versuchen, weil durchs, wie gesagt, die hat jetzt schon ganz schön eine Schärfe bekommen. Ja. Ich darf mal ein bisschen nachwürzen. Ein bisschen Pfeffer nochmal. Nochmal ein ganz kleines bisschen Säure in Form von Essiggurkenwasser. Boah, ist die scharf. Spinnt der Beppe. Hoho. Die hat jetzt richtig Zunder, die Chorizo. Du. Boah. Wahnsinn. Ja, Salz wäre halt schön. Muss ich schon mal kein Salz mehr, das gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das Sprichwort kennt, wenn Salz ausgeht, geht's Geld aus. Ich hoffe, das bewahrheitet sich nicht. Da ich nochmal in meinen Gewürzschrank rein. Da ist, glaube ich, ein ganz kleines Döschen Salz, habe ich hier gefunden. Das könnte reichen. Mirvet, hallo, schön, dass du reinschaust. So, Fester und ich haben uns heute Abend zum Schifferlfahren verabredet, unter dem Motto Spielen mit Zuschauern. Werden wir heute Abend ein bisschen Schifferlfahren, während des Streamen. Der eine oder andere, wer möchte, kann ja gern mit dazukommen, mit reinschauen. Was ihr auf jeden Fall machen sollt, wenn ihr die Nudeln kocht, für den Nudelsalat würde ich jetzt euch empfehlen, die Nudeln nicht zu stark al dente zu kochen, weil das finde ich, für den Nudelsalat passt das jetzt nicht so. Irgendwas fehlt noch. Ich hätte nur ganz klein bisschen mehr Soße. Schiffe versenken gar nicht gut, vor allem mein eigenes, gell? So, das reicht jetzt aber. Dann räumen wir die Mayonnaise gleich auf, machen unseren Kuchen. Wie lange hat er jetzt? Der hat jetzt 10 Minuten, naja. Er wird schwitzen im Backofen. Düdel, düdel, düdel. Oh, hier wäre frische Chili. Ja, das möchte ich jetzt aber nicht hinmachen. Der ist jetzt scharf genug, unser Salat. Also ihr könnt da, wenn ihr habt, kapern, wenn ihr sowas gerne isst, könnt ihr da hinmachen. Wenn ihr Käse gern isst, könnt ihr da ein bisschen Käse mit dran machen. Das brauchen wir nicht mehr. Ein ganz kleines bisschen Ketchup wollte ich noch hinmachen. Wie gesagt, mit der Soße, macht die Soße erst immer mal zuerst, damit das Ganze nicht so lang gemischt werden muss und eventuell die anderen oder das eine oder andere Zutat, die wir reingemacht haben, uns nicht zu stark zerdrückt wird. Den könnt ihr dann auch bequem im Kühlschrank ein paar Tage aufhalten, gar kein Thema. Zum Essen würde ich euch empfehlen, so eine Stunde vorher rauszutun, weil so ganz eiskalt sollte man nichts essen. Also sollte man nicht essen, schmeckt einfach, da kommt der Geschmack nicht so stark zum Tragen. Also vorher immer einfach kurz ein bisschen aus dem Kühlschrank raus.
So, schaut jetzt eigentlich ganz gut aus von der Menge her, von unserer Soßenmenge. Hier haben wir nochmal. Mag gerne immer, hätte ein bisschen mehr Chorizo rein können, sehe ich gerade, aber es waren die letzten zwei, was ich im Hause hatte. Ich mag gerne so diese Wurst. Ich mache es eigentlich immer mit Wurst, entweder in dem Fall heute mit der Schulze, sonst mit der Fleischwurst. Das Angebratene, dieses vom Geschmack her, mag ich sehr gern. So. Schmeckt doch recht gut. Nein, Agarus, wenn du mal das Rezept ganz genau anschaust, es ist absichtlich eine Leerzeile und dann schaust du oben in die Menüüberschrift, was wir machen, dann siehst du, dass wir backen wieder Bohnen und wir machen Nudelsalat. So finde ich es recht gut. Da ich eh schon ziemlich Kohldampf habe, ich habe heute noch nicht so viel gehabt, ne? Werde ich gleich nochmal probieren. Also was haben wir jetzt drin? Wir haben die Paprika drin, wir haben die Essiggurke drin, wir haben die angebratene Chorizo drin, wir haben Ketchup drin, wir haben Mayonnaise drin. Die Chorizo haben wir ein bisschen mit Sherry-Essig abgelöscht. Guck, hallo! Schön, dich zu sehen. Wir sind schon wieder... Guck, danke für dein Follow, für dein Haus. Wir sind schon wieder am Backen. Wiener Boden. Und Nudelsalat. Noch ein kleines bisschen Salz darauf hin. Also wenn ihr so einen Salzstreuer habt, also macht das immer gern zuerst in die Hand, damit ich einfach einen besseren Überblick habe, wie viel Salz das ist, was ich hinmache. Essiggurken brauchen wir auch nicht mehr, das reicht von der Säure. Also Essiggurkenwasser habe ich hingemacht. Ist immer besser, wie wenn ihr Wasser verwendet. Ich persönlich hebe mir die Essiggurkenwasser den vor, wenn das Glas leer ist, auch mal gerne auf. Weil wenn ich dann mal so eine Thousand Island oder eben Cocktaildressing mache, gebe ich das sehr gern hin, anstatt als Essig. Weil wir haben ja schon ein bisschen Essig in der Mayonnaise drin bei der Thousand Island Dressing. Und da gebe ich dann ungern noch Essig dazu, damit es nicht so rass wird, sondern da nehme ich gern, wenn ich es eben habe, Essiggurkenwasser. Mache ich zum Beispiel auch bei... Boah, jetzt brennen mir die Augen ein bisschen. Die Chorizo ganz schön Kraft, oder? Das Essiggurkenwasser nehme ich auch zum Beispiel gern, wenn ich Rouladen mache oder Sauerbraten. Um die Soße dann, gerade beim Sauerbraten, so dieses leicht säuerliche nochmal zu geben, wo es vielleicht nicht hat, schütte ich dann immer gerne ein bisschen Essiggurkenwasser hin. Kerl, kenne ich dich? Nö, okay. So, ich muss mal unbedingt ein Schlückchen Wasser nehmen. Boah. War halt weiter. Wie lange war ich denn so? Circa 4 Stunden war ich auf dem Golfplatz. Eben, was man reinmachen könnte, wäre noch ein bisschen Meerrettich, wenn ihr sowas zu Hause im Kühlschrank habt. Also ich sehe einen Kühlern und so. Warum bin ich auf den Gedanken Nudelsalat gekommen? Bei uns gab es vor 2 Tagen Nudeln, sind ein paar übrig geblieben. Dann hat man noch die Chorizo im Haus und schon war klar, es gibt Nudelsalat im Stream. Weil die Sachen ja einfach zu schade sind, dann einfach vor sich hingammeln zu lassen. Wenn ihr gerne so ein bisschen asiatisch wollt, könnte man jetzt hier zum Beispiel schön einen frischen Koriander noch hinmachen. Dann habt ihr das Ganze so ein bisschen asiatisch. Wenn ihr merkt, er schmeckt noch nicht so richtig, euer Salat, könnt ihr, also wenn ihr es asiatisch macht, den Koriander hin, auch ein bisschen Süß-Sauer-Scharfsoße hin. Das sind so die Hilfsmittel, wenn ihr jetzt mit Salz und Pfeffer und der Mayonnaise und den Ketchup, den ihr verwendet, nicht so hinkommt, geschmacklich, wie ihr gerne möchtet. Um das generell aus dem Weg zu gehen, dass ich da dann immer zu viel mich damit auseinandersetzen muss, was das Würzen betrifft, kaufe ich persönlich immer eine sehr teure Mayonnaise schon ein, ja? Wo ich weiß, die ich auch schon ewig, mit der ich arbeite, wo ich weiß, dass die geschmacklich schon wirklich sehr, sehr gut ist,
Weil wenn ich jetzt eine ganz einfache, billige Mayonnaise habe, habe ich eben das Problem, dass die oft nicht so gut schmeckt. Und dann muss ja irgendwo der Geschmack herkommen und dann muss ich mich da doch mehr auseinandersetzen. Man, was kann ich jetzt noch alles hinmachen, dass diese Mayonnaise, die jetzt zwar recht günstig war, aber noch nicht schmeckt, irgendwie unseren Nudelsalat dann so viel Aroma mitgibt, dass wir zufrieden sind. Guck, warum bist du nicht gut drauf? Ach, sorry, hey Mann. Sonst bist du immer so gut drauf, wie du. Das kennt man von dir gar nicht, Huck. Also echt, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du mal nicht gut drauf sein könntest, du. Na klar, irgendwo haben wir immer natürlich ein bisschen mal Probleme, aber du hast immer so irgendwie so Lebensfreude vermittelt, du, habe ich das Gefühl. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Wurst drin. Habe aber keine da mehr. Ihr könnt auch eine Wiener anbraten, wenn er sagt, ihr habt nichts anderes zu Hause jetzt eben, also außer eine Wiener. Aber so würde ich es lassen, glaube ich. Vielleicht doch noch ein bisschen Salz. Und doch noch mal ein bisschen Pfeffer. Ne? So, jetzt ist es aber gut. Dann werden wir gleich mal nach unserem Boden schauen, was der macht. Du hast Depressionen. Noch geh. Ja, Agarus, an diesen zwei Löffeln halte ich extrem fest, ja, weil ich es einfach, für mich ist Kochen auch was, hat was mit Ästhetik zu tun. Ja. Das generell heißt ja. Hallo Helrik, schön, dass du reinschaust. Super, dass du mal Zeit hast. Super. Aufgepasst, ja. Schön, dass du jemand hast, Helrik, der für dich aufpasst. Ja. Wie gesagt, was für mich immer ganz wichtig ist, Kochen hat was mit Ästhetik zu tun. Also drum ist jetzt so, viele von euch werden es kennen bestimmt, hier Sonntag immer, das mit dem Hänsler, das ist nicht mein so ein Ding, weil er, was er da so in der Küche, wie er mit den Produkten zum Teil umgeht, überall hängen die Finger drin und so, das finde ich, hat jetzt so mit dem Kochen eigentlich nicht viel zu tun und gibt ein bisschen ein falsches Bild. Das, was mir persönlich ein bisschen widerschrebt, er ist ein netter Kerl, kann bestimmt auch sehr, sehr gut kochen. Aber so wie er das zelebriert, da kann ich damit gar nichts anfangen. Für mich ist Kochen, Sauberkeit, Ästhetik, Auge, das ist für mich wichtig einfach. Und drum, eben seht ihr auch, ja, dass Leute, für die ihr jetzt kochen müsst, weil zu Hause ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders, aber wenn ihr kocht für Gäste oder sonst was, ist es halt einfach schön, wenn man dann ständig die Finger drin hat, die Finger wandern zum Mund, ja. Und was weiß ich alles, also an der Stelle muss ich euch ganz kurz was erzählen, eben was jetzt die Hygiene betrifft. Und zwar ging es darum, eine Familie hat drei Köche nach Hause bestellt. Und die drei Köche, also keiner wusste von den Köchen was, also untereinander. Und die drei Köche sollten alles das gleiche Menü kochen. Und das Menü, die Rohstoffe, hat im Vorfeld einen Küchenchef, ich glaube war sogar ein Sternekoch, wer weiß ich jetzt leider nicht mehr, mit dem Paar im Vorfeld besprochen, was sie haben wollten. So, dann haben sie sich mit diesem Koch, es waren halt Köche, die haben sich im Internet angeboten, um eben zu Hause zu kochen. Klar, am Kochen ist es immer lustiger mit mehreren Leuten, Huck. Genau, so und da ging es dann darum, auch jetzt festzustellen, wie gut sind die Köche, die man da so engagiert, die einem zu Hause kochen. Es waren drei. Preislich weiß ich es jetzt leider auch nicht mehr so. Irgendwie ging es, glaube ich, der günstige war 280 Euro, dann 350 und 420, wobei aber, glaube ich, inklusive Ware. Und es ging, glaube ich, irgendwie um ein Dreigangmenü und Weinbegleitungsgarne und Tischdekoration. Also, Piratimaus von der Show her, super. Ja, da habe ich auch gar kein Problem mit der Stimmung und alles. Ich kann ja nur für mich als Koch sprechen. Für mich ist es ein bisschen überzogen, so wie er in der Küche mit den Produkten umgeht. Und das ist auch nicht so, wie es wirklich in den Küchen abgeht. Ja, es gibt bestimmt welche, die kochen genauso katastrophal, also jetzt nicht geschmacklich, sondern wie die Sachen durch die Gegend fliegen und überall sind die Finger und die Hände drin zum Probieren.
So, aber jetzt, genau, langer Sinn, kürzer Rede. Also die Köche kamen, haben gekocht und das, was die haben dann gekocht in der Küche von dem Paar in der Wohnung und das wurde mit Kamera überwacht. So, und das Beste, was ich mich so erinnern konnte, das war, da haben es dann, also mehrere Kriteriums waren, es ging darum, um die Qualität, es ging um die Tischdeko und es ging um die Hygiene. Also von den drei Köchen, die nach Hause kamen, die drei Köche, die nach Hause kamen, hat sich nur ein einziger die Hände gewaschen. Von dreien. So, dann Tischdeko. Der eine hat nur zwei Blumen hingestellt und der andere hat es richtig schön mit Tischdecke und Wasserglas, Weinglas, Rotweinglas. Besteck dementsprechend, wo man für ein Dreigangmenü mit auflegen sollte. Gerade Maus, Helrich, bist der beste Clown. Okay. Würde mir zu denken geben, wenn meine Frau das von mir halten würde, dass ich der beste Clown bin. Genau, und dann gab es irgendwas, wurde dann in Weißwein und Zimtstangen so gegart. Was es war, weiß ich leider nicht mehr, aber was ich da sagen wollte, so, dann haben sie den Koch gefilmt, der musste irgendwas machen und nebendran war dieser Topf mit diesem Weißwein, Zimt, Zucker, ich weiß nicht, hat er Birnen gegart dann drin, dann hat er irgendwas mit den Händen gebastelt, was macht er? Er hat dann schmutzige Hände gehabt, hat seine Hände in diesem Birnenwasser oder was es war, so gewaschen und dann weitergearbeitet. Also wenn man sowas sieht, dann, also da ist geht ein bestimmter Appetit, ne? Fernsehen. Da muss man gerade mal die Hände eben waschen. So, und das zu dem Thema, was jetzt die Hygiene, Sauberkeit in der Küche betrifft. Und deswegen immer meine zwei Löffel, für die es eben nicht wissen. Ich mische hier gerade nochmal, wenn man was hingemacht. Rechts ist der Löffel, wo ich das Produkt rausschöpfe. Und links ist der Löffel, wo ich es dann drauf mache. Und links wird probiert. Egal, wo ich es hinlege, weiß ich immer rechts zum Probieren, links. Rechts zum Schöpfen, links zum Probieren. So habe ich es auch in der Arbeit überall, wo ich was am Kochen bin, liegen diese zwei Löffel. So, das ist soweit okay. Jetzt schauen wir mal nach unserem Kuchen. Es war wirklich so, das war einfach, guck, das war unglaublich. So, das räumen wir gleich wieder auf. Das glaube ich dir, Helrich. Also hier diese Konzerne wie McDonald's, die haben ja, glaube ich, sogar diesen Night Cleaner. Gibt es das noch? Weiß ich jetzt nicht. Auch über Bekannten. Das Night Cleaner, die, wenn der McDonald's schließt, glaube ich, gehen die rein und dann erst, schlag mich tot, nach so und so vielen Stunden können die erst wieder das Lokal oder den Raum verlassen. Nicht? Also, was ich so mir weiß, McDonald's, also die haben da auch ziemlich starke oder heftige Richtlinien, was die Mitarbeiter betreffen. Eben, da gibt es genaue Zeitvorschriften, glaube ich, wie lang so ein Burger in der Wärmebrücke liegen darf. Und dann gibt es auch Leute, die das kontrollieren. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob alle McDonald's-Filialen verpachtet sind. Es gibt McDonald's-Filialen, glaube ich, sind verpachtet in Franchise. Franchise heißt, das Konzept, wie der Laden zu führen ist, ist knallhart vorgegeben, aber trotzdem verpachtet. Ach so, ist schon 2-3 Tage her, Helrich, oder? Und da werden die dann auch geprüft, ob diese Zeiten eingehalten werden, wie lange ihre Produkte eben warm gehalten werden. So, ein Kuchen, oh Gott, der ist schon wieder vor lauter Quatschen Kuchen fast vergessen. Bräuchte ich mal einen Topflappen. Ja, der kann noch ein bisschen haben. 5 Minuten habe ich noch auf der Uhr für einen Kuchen. So, hier ein bisschen Mais habe ich übrig. Für die, die das vielleicht noch nicht wissen oder nicht kennen. Es gibt Dosen. Also mittlerweile haben ganz viele diesen innen mit Kunststoff ausgeschlagen, so wie hier. Die kann man jetzt auch problemlos in den Kühlschrank stellen. Das war früher ein bisschen anders. Da haben die Dosen ganz oft innen nicht diesen Kunststoffbeschichtigung gehabt, sondern es war innen Metall. Und das war die Problematik, wenn man dann die Dosen aufgemacht hat und das Produkt
weggestellt hat, über Tage dann im Kühlschrank, diese Dose hat dann oft innen oxidiert. Und so hat das Produkt auch ganz schnell an Qualität verloren, geschweige auch Geschmack angenommen, der also nicht mehr zum Genießen angeregt hätte. Also falls ihr mal Dosen habt, die eben nicht innen so mit Kunststoff ausgeschlagen sind und ihr habt ein Produkt drin, das ihr in der Dose aufhalten wolltet, solltet ihr das wirklich umleeren. Weil, wie gesagt, es fängt zum Oxidieren an und verändert den Geschmack des Produktes. Aber hier, das können wir jetzt problemlos. Ich weiß nicht, ich mache jetzt mal noch eine Folie drüber. Was man hier jetzt zum Beispiel auch machen könnte, ist, man macht einen bisschen dickeren Pfannkuchenteig. Dann macht man aus diesem Pfannkuchenteig sogenannte Maisplätzchen. Also man macht einen gewürzten Pfannkuchenteig, Salz, Pfeffer, ein bisschen Muskat, kann ein bisschen Petersilie hinmachen. Den Teig ein bisschen dicker machen, dann macht man in die Pfanne ganz kleine Plätzchen rein und dann verteilt man auf diesen Plätzchen diese Maiskörner und schon hat man schöne Maisplätzchen. Sagt, solche Dosen gehören nicht in den Kühlschrank. Okay, unnötiges Wissen. Der Dosenöffner wurde erst Jahre nach der Konservendose erfunden. Und schon. Diese Maisplätzchen kann man sehr gut zum Reh-Ragout oder sowas, passt jetzt zum Beispiel gut. Wenn ihr jetzt euch fragt, woran können wir die, wozu können wir die dann schön essen? Vestal, ey, gar nicht mitbekommen, dass du kurz irgendwo weg warst. Aber schön, dass du nochmal reinschaust. So, jetzt holen wir mal die Kamera her. 1810, der Dosenöffner. 1810. Ja, auf jeden Fall, Erster Weltkrieg, konnten schon die Konserven damit dann aufmachen, oder? Oder hatten die alle diesen komischen Rollverschluss, wo man vielleicht noch kennt, an der Seite ein kleines Metallstäbchen mit einer Öse und der Deckel irgendwo, der hat dann über den Dosenrand übergelappt. Da war, wie soll ich sagen, eine kleine Metallschleife, die runterhing. Und diesen Metallstab, wo man hatte mit der Öse, hat man dieses überhängende Metall durchgenommen und hat angefangen, so dann die Dose aufzudrehen. Ich weiß nicht, kennt ihr das noch, die Dosen so aufzudrehen? Oft bei Fischen und Rollmöpsen sowas kennt man das dann. Oh Mann, Vestal, du bist ja hier der Overlay-Künstler. So, ein Kuchen schon wieder, den wollte ich euch jetzt schnell zeigen. Wo ist jetzt hier mein zweiter Topflappen? Beziehungsweise... Ja, das können wir schon machen schnell. Oder, ja, hier machen wir es. Schalten wir schnell um zum Herd. Jetzt, aber ich glaube, das war Pause. Hoppala, da müssen wir her. Genau. Dann Pfanne weg. Jetzt hätte ich gerne einen zweiten Lappen, weil der ist bestimmt gut heiß, das Ganze. Dann nehmen wir hier das Handtuch noch. Also ich kenne dieses zum Aufrollen von Fischkonserven zum Beispiel, kenne ich das noch. So, Farbe schaut schon mal sehr gut aus. Ihr wisst noch, also wenn man hier so reindrückt und die Dulle bleibt, ja, dann brauchen wir noch ein bisschen. Ich gebe ihm nochmal, sage ich mal, gute 5 Minuten nochmal. Ansonsten, das kennt ihr alle, die Probe mit dem Holzstab. Irgendwo habe ich auch so einen tollen Holzstab, hier ist er ja schon. Zack. Ja, also hier, genau, mit irgendwelchen Pasteten in Dosen, da kenne ich das auch noch zum Moment im Rollen, genau. So, hier nachher die Probe mit dem Holzspieß, geht auch. Ja. Dann kommt jetzt halt noch die Frage, welche Dosenöffner nimmt man? Nimmt man die zum Drehen oder die mit dem Ratschen? Ja, das sind beide so Sachen, wenn man mehrere Dosen hintereinander aufmachen muss, weil man gerade zum Beispiel Kidneybohnen, Mais, gibt es halt momentan nur in Konserven.
Dann ist es zum Teil extrem mühsam, in welchen Dosenöffner man hernimmt, egal. Es gibt hier diese Profi-Dosenöffner, was wir in der Großküche haben. Ja, das ist, wie soll ich es erklären? Das ist eine Platte, die wird schon mal am Tisch festgeschraubt, also der ist fest installiert, der Dosenöffner. Dann hat es am Ende von der Platte, die über die Tischkante hinausgeht, so eine Öffnung. Da ist ein ganz langer Metallstab. Ja. Oben drauf ist eine Kurbel. Und auf der Höhe hat er dann praktisch das Messer, in dem, wenn ich oben die Kurbel kann man aufstellen, also vom rechten Winkel kann man das praktisch gerade stellen. Dann kommt hier ein kleines Messer raus, nimmt so einen Zentimeter Abstand. Dann fahre ich das aus der Öse hoch. Ich schiebe mal das ein bisschen rüber. Wenn das hier meine Dose wäre, stelle ich die so hin, fahre das hoch, schiebe das mit ein bisschen Schwung runter, das Messer haut mir ein Loch in meine Dose, dann lege ich die Kurbel wieder um. Durch das kommt mein Messer wieder ganz an den Rand und dann habe ich hier eine richtige große Kurbel, wo ich einen ordentlichen Hebel zustande bringe und die Dose dreht es mir hier von alleine. Also das ist ein Dosenöffner. Alles andere, wenn man mehr Dosen aufmachen muss, eine Katastrophe. Ja, also so Dosenöffner, wie gesagt, das ist eh so nach einer gewissen Zeit ein Wegwerfprodukt, weil A, werden die Messer dann stumpf. Kennt ihr bestimmt auch gerade mit diesem, wo man so macht, irgendwann, ihr drückt immer die Dose ein, irgendwann mal, vor allem wenn man einen zu großen Hebel immer macht, empfiehlt sich immer wirklich kleine Schritte mit diesem und bei so einem Drehen, irgendwann drückt man immer mehr und mehr und verzieht sich das Teil. Also richtig glücklich wird man mit diesen Teilen nicht, muss ich sagen. Wir haben dann gerade für Sauerkraut 10 Kilo Dosen oder Blaukraut so 10 Kilo Dosen. Da kurbelst du dir einen Wolf, wenn du es mit so einem Handteil aufmachen müsstest. So, wie geht's hier weiter? Wir füllen unseren Nudelsalat um und dann müsste eigentlich der Kuchen durch sein. Also das ist jetzt ein Boden, wie gesagt, der Wiener Boden. Gleich praktisch zum Verarbeiten wie Biskuitboden. Gerade jetzt für Obstkuchen oder sowas eignet sich der zum Beispiel hervorragend. Klar, jetzt haben wir Erdbeerzeit, deswegen auch letzte Woche unser Erdbeerkuchen. Einzige, was ihr machen solltet, ist das einfach den Teig dann ein paar Stunden vorher machen, bevor ihr den Kuchen dann selber macht. Da der Biskuit oder der Wiener Boden einfach leichter zu verarbeiten ist, wenn er richtig schön kalt ist. Jetzt probieren wir nochmal, gell? Habe ich auch ein bisschen Hunger. Ein bisschen mehr Wurst hier drin sein können, muss ich mich nochmal erwähnen. Wiederholen. Und wie gesagt, je schöner ihr die Wurst anbratet, desto ein schöneres Aroma kriegt der Salat nachher auch. Hat was. Machen wir mal ein bisschen kalt. Haben wir noch Platz im Kühlschrank. Schaut schlecht aus. Aber beim Einkaufen, man merkt. Ja, schaut schlecht aus. Was mache ich das? Muss mal ein bisschen rangieren, umbeugen, hier hinpassen. Jetzt glaube ich, geht schon, oder? Ja, jetzt habe ich noch einen Liter Milch in der Hand. Wo geht die hin? Geht das noch da oben rein? Ja. Der Babybell geht hier zu den Eiern. Und jetzt geht die Milch wieder rein, glaube ich. Schauen wir mal, wo zugeht. Ja. Beste drücken, Schloss und dann ist es zu. So, unser Teig wird fertig sein. Beziehungsweise machen wir gleich jetzt mal hier unsere Probe mit dem Stabal. Boah. Also da geht es jetzt darum, Holzstab einstechen, beim Raustun sollte da keine Teig. Der Rückstände ist der falsche Ausdruck. Ja, vom Teig einfach nichts dort hängen. Das ist der Fall. Sprich, unser Teig ist fertig. Jetzt ein, zwei Minuten ein bisschen auskühlen lassen und dann frühzeitig auf ein Backgitter legen, weil sonst kriegen wir ein Problem durch die Hitze, was wir noch haben am Teig. Und der Boden unten feucht werden kann. Also wie gesagt, frühzeitig, jetzt ganz kurz, weil es noch zu heiß ist, ganz kurz stehen lassen, dann ziemlich schnell unseren Springring entfernen und von der Bodenplatte heben und auf so ein Kuchengitter
Ja, dass einfach schön Luft zirkulieren kann und dass unten nicht durch die Hitze sich Dampf entsteht, das Ganze feucht wird und dann unser Teig ein bisschen nass wird. Das wollen wir nicht. Bitte. Bau steht in der Tür. Ihr wisst ja, das ist die Kamera scheu ist. Oder die, nein, Allergie, die hat eine ganz schlimme Allergie gegen die Kamera. Du. Was kann ich für dich tun? Bitte einmal aus dem Getränkekühlschrank. Einen Getränkekühlschrank hättest du. Was muss ich dir aus dem Getränkekühlschrank? Was da in der Seite ist. Was da in der Seite ist. Du. Schau, da haben wir es wieder. Das Durst ist schlimmer wie Heimweh. Du. Ja, ich mache ihn jetzt gerade auf. Diese geöffnete Flasche, oder? Das ist die Frau. Schlimmer wie Heimweh. Ja? So, bitteschön. Alter. Ja, ich denke schon, dass er was geworden ist, unser Teig. Ich habe halt, das ist halt passiert, was ich vorhin angekündigt habe. War lauter Quatschen. Es ist halt natürlich Kochen und Quatschen. Es ist nicht ganz einfach, dass ich unsere Butter, die sollte noch in den Teig rein. Und das ist eigentlich jetzt auch der Punkt, was unser Wiener Boden vom Biskuit unterscheidet, dass man einfach hier Fett zugibt und das hat man beim Biskuit eigentlich nicht. Wir lösen ihn am Rand zuerst mit dem Messer. Habt ihr gesehen auch nochmal, ich habe da richtig schöne Mulde eingestrichen gehabt in der Mitte und die ist jetzt eigentlich ausgeglichen. Ja. Also wer jetzt den Stream am Sonntag nicht gesehen hat mit dem Erdbeerkuchen, schaut euch den an, wenn ihr eben jetzt wissen wollt, was wir mit zum Beispiel letzte Woche mit dem Teig gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Oh, die Frau hat den ganzen Weg in die Küche geschafft, ohne zu fragen, wo die Kameraposition ist. Das ist jetzt das Rezept für einen 26er Durchmesser, Springform. Seht ihr, hat wunderbar von der Menge her gereicht. Ja, es wird jetzt noch ein bisschen heiß sein, glaube ich, oder? Ich drehe es am besten, ohne dass irgendwas am Boden. Mache ich mein anderes Handtuch, das habe ich ja aufgeräumt wieder. Ja, so dürft ihr nicht fixieren. Ja. Messer. Da komme ich nicht weit mit dem kleinen Messer, gell? Nochmal was Größeres. Boah, ganz schön heißes Zeug, oder? Nochmal was? Glasplatte, coole Form finde ich mit Glasboden, diese Springform. Gerade beim Mürbteig rausbacken oder so, könnte man von unten schauen auch, ob er wirklich schon gut durchgebacken ist. So, zack, Wiener Boden. Schneiden empfiehlt sich, ein langes Messer dann zu nehmen, setzt so an, schneidet und dreht den Kuchen dabei dann so. Ja. So kriegt er verhältnismäßig am einfachsten gleichmäßige Scheiben raus. Ja. So, da der jetzt vielleicht nicht ganz so hoch ist,
würde ich vielleicht hier, ja, wohl, okay, 3 wird ein bisschen dünn, könnt ihr aber trotzdem machen, ansonsten 2, ja. Und dann habt ihr halt einen Obstkuchen, ihr fängt an mit Boden, Vanillecreme oder Vanillepudding leicht einstreichen, Obst drauf, der nächste Boden, wieder Vanillecreme oder Vanillepudding, wieder Obst drauf, Boden, wieder Creme, wieder Obst, oben dann die Glasur und so habt ihr eine mehrschichtige Obsttorte. So, wie gesagt, das ist für die Schwägerin, haben wir jetzt schon vorgebacken. Die Frau macht morgen, ich glaube, einen Erdbeerkuchen möchte sie zum Geburtstag hier backen. Ja, in diesem Sinne eigentlich sind wir soweit durch. Sonntag fällt der Stream aus, da ich Einladung habe zum... Ja, ja, klar. Ja, das ist zwei getrennte Geschichten. Ja, also wir werden den Kuchen nicht irgendwie heute weiterverarbeiten. Das ist war eine Vorproduktion für morgen. Sonntag fällt der Stream aus, da ich Einladung habe zum Golfturnier. Nächster Stream wäre dann wiederum erst Sonntag in einer Woche, wobei einfach wetterbedingt, wenn schlecht Wetter ist, durchaus Streams einstreue. Nächste Woche bin ich leider wieder 3 Tage Doppelschicht am Arbeiten, sprich Mittwoch, Donnerstag, Freitag, so der Freitagstream ausfallen muss, also erst wieder Sonntag. Und da werden wir jetzt nächsten Sonntag, also finde ich auch, ist auch extrem luffluffig. Und nächsten Sonntag werden wir dann auf jeden Fall das, was schon mehrmals gewünscht worden ist, mit dem Koch-Equip. Da geht es darum, was im Chat gefragt worden ist, ich soll immer was machen, was so ein Hobbykoch als so Minimumanforderung als Koch-Equip haben sollte. Das würde ich gerne mit euch besprechen, auch die einzelnen Sachen, die ich meine, wo der ein oder andere jetzt sich nichts drunter vorstellen kann, denn dazu erklären. Dann möchte ich auch nochmal mit euch auf Messer eingehen, wenn ihr sagt, ihr würdet auch gerne euch ein gutes Messer kaufen. Was sind die Kriterien beim Messerkauf? Was sollt ihr achten? So diese ganzen Punkte, die möchte ich eben beim nächsten Stream mit euch durchsprechen. Ja, es geht halt um das Equip, wo man haben sollte, damit man einem nie, dass man auch spontan sein kann, ja, und nicht erst überlegen muss, ich würde gern das und das machen, kann ich das machen? Oder kann ich das nicht machen? Fehlt mir irgendwie ein Equip-Teil, um das zu machen oder nicht zu machen? Weil wenn du jetzt eine schöne Gemüsesuppe machst, ja, und es soll eine Creme-Gemüsesuppe sein, ja, dann nützt jetzt ein scharfes Messer alleine nichts, weil wenn das Gemüse nachher passiert werden sollte, ist es schwierig mit dem Messer. Ja. Also da gibt es ein paar Sachen. Und was halt auch zum Messer eben noch dazu kommt, das Messer alleine ist auch nicht ausreichend. Man braucht irgendwie wiederum ein Equip, um das Messer eben halt auch gut scharf zu halten. Da gibt es halt auch 1-2 Varianten, was man sich anschaffen kann, damit das Messer eben seinen Dienst immer hervorragend erledigt. Ja, an der Pfanne, am Topf, was man da vielleicht drauf achten sollte. Diese ganzen Geschichten, es steckt da ein bisschen mehr dahinter, als man glaubt, auf was man achten sollte, auf Kaltgriffe, ja, nein, backofentaugliche Pfannen. Weil oft Pfannen natürlich alle Kunststoffgriffe haben, darauf achten, dass man vielleicht in der Pfanne auch mal einen Backofen kann und. Und diese ganzen Sachen, eben wenn es jetzt mal um Fisch geht, einen ganzen Fisch zu filetieren oder eben ihr habt mal die Möglichkeit, kommt an eine ganze Rinderlende hin, ja, und ihr habt jetzt nur so ein Messer, dann ist es extrem schwierig, diese Rinderlende dementsprechend vom Speck, vom Fett und von den Sehnen zu befreien. Ja, also diese Sachen wollte ich mit euch gerne alle besprechen. Für den einen oder anderen bestimmt interessant, wurde eben auch schon mehrmals angeregt im Chat, dass ich das doch mal machen sollte. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ansonsten, wenn nächste Woche Montag, Dienstag irgendwie extrem schlecht Wetter sein sollte, ich nicht zum Golfen komme, kann durchaus sein, dass ich irgendwie was streame. Entscheide ich dann immer ganz kurzfristig. Dazu schaut einfach auf den Kanal oder auf Facebook. Da werde ich das dann immer frühzeitig versuchen, euch zu vermitteln. Ansonsten, was gibt es zu sagen noch? Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende noch. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Die am Montag alle wieder ran müssen. Guten Start in die Woche. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt sauber. Würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Servus.